Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir einen super leckeren und schnellen Nektarinen-Streuselkuchen. Gebacken wird das Ganze mit Urdinkelmehl. Und ich beginne als erstes einmal mit den Streuseln. Hier brauche ich feste Butter, also direkt aus dem Kühlschrank, Würfel geschnitten, 250 Gramm, gleich rein damit, 375 Gramm Urdinkel Halbweißmehl oder Urdinkel Weißmehl, etwas Zitronenabrieb. Und wenn ich mit Urdinkelmehl arbeite, ist es immer ganz easy. Da muss ich keine Angst haben, dass irgendwie der Kleber zu stark aktiviert wird, dass das Ganze zäh wird, denn die Masse wird immer sehr schön dehnbar. Das liegt einfach an diesem Getreide, macht alles schön elastisch. Beispielsweise beim Zopf gibt es auch verschiedene Zopfmehle. Da ist immer noch etwas, ein Anteil Urdinkel drin, damit man die Stränge schön flechten kann und sich die nicht immer zusammenziehen. Das entspannt den ganzen Teig. Dann habe ich Hello Sweetie, 125 Gramm, alternativ Kristallzucker. All in one, K-Haken in diesem Fall und einmal durchmischen. Das Ganze hier einfach grob durchmischen, bis es schön zusammen ist. Schauen, dass man da keine Mehlnester mehr hat in der Küchenmaschine. Durchmischen. Ein fester Teig, wunderbar. Es hängt manchmal unten noch etwas an, dann gehe ich einfach mit der Hand rein. Jetzt nehme ich hier eine rechteckige Kuchenform. Nehme die Hälfte der Streusel und drücke die einfach so unten an den Boden rein. Das gibt dann unser Knusperboden. Muss sich gar nicht auswallen, einfach von Hand unten den Boden bedecken mit diesen Streuseln. Das verhindert mir auch gleich, dass irgendetwas ausläuft und wir haben einen knusprigen Boden, also eine weitere Textur drin. Die hier flach drücken und direkt in den Kühlschrank geben, die brauchen wir dann später für oben drüber. Der Rahmen hat bei mir eine Größe von 25 x 18 cm. Jetzt komme ich zum Rührteig. Ich brauche hier 110 Gramm weiche Butter. Das ist bei den aktuellen Temperaturen gar nicht schwer. Die ist jetzt 3 Stunden hier bei Zimmertemperatur. Und guck mal, wie weich, sogar fast flüssig das Ganze ist. Das darf aber so weich sein beim Rührteig, das spielt keine Rolle. Sollte nicht flüssig sein, also nur noch flüssig, so ist eigentlich okay. Dann 110 Gramm Hello Sweetie, auch hier alternativ Kristallzucker. Ein Ei dazuschlagen, mache ich gleich das All-in-One-Verfahren, 50 Gramm Vollmilch, eine Vanilleschote in der Mitte durchschneiden, Saaten auskratzen, beigeben und noch 110 Gramm Urdinkel Halbweißmehl in meinem Fall. Alles zusammen, jetzt nehme ich den Schneebesen, Küchenmaschine schließen und alles zu einem Teig kneten. Einfach durchmischen, bis alles glatt ist. Es geht etwa 1-2 Minuten, auch das Tempo eher reduziert. Nicht zu stark und nicht auf einem zu hohen Tempo kneten. Dann nehmen wir unseren Boden. Die Streusel hier unten, das symbolisiert eigentlich so einen klassischen Mürbteig, den ich mir hier eben nicht mehr herstellen muss. Den kann ich mir sparen, da wir gleich die Streusel nutzen. Jetzt kommt dieser Teig hier rein. Bis nach außen verteilen. Nur grob, der verläuft dann noch etwas. Als nächstes schneide ich mir die Nektarinen. Hier kannst du auch Pfirsiche, Kirschen, jede erdenkliche Frucht verwenden, die aktuell Saison hat.
bei der Nektarine, hier kurz schauen, wenn du die halbierst, dann bringst du den Stein nicht raus. Das klebt dir immer so extrem zusammen. Es ist einfach eine ein bisschen undankbare Frucht. Darum schneide ich persönlich immer hier am Stein entlang runter. Dann hier einfach in Streifen schneiden. Dann nehme ich die Dinger und stecke sie einfach hier rein. Je nach Frucht kannst du es auch einfach reinwerfen. Die stelle ich jetzt da schön hin, überall schön ausgefüllt habe. Wenn ich zum Schluss noch Lücken habe, dann einfach hier auch noch füllen. Es muss gar nicht so schön sein. Das sieht man nachher im Anschnitt sowieso nicht mehr. Wichtig ist einfach, dass es überall bedeckt ist. 5 bis 6 Nektarinen braucht es für diese Menge. So richtig übertrieben viel Früchte hier reinpacken. Was ich zusätzlich noch sehr gerne mache, ist noch einmal mit ein bisschen Joghurt arbeiten bei diesen Streuselkuchen. 100 Gramm Joghurt, 20 Gramm Hello Sweetie und 20 Gramm Urdinkelmehl. Alles zusammen mischen. Das kannst du tendenziell auch weglassen, wenn du möchtest. Ich finde aber, das macht es noch einmal viel saftiger, aromatischer. Du könntest hier beispielsweise auch einen Kuchenguss machen. Ich habe schon einen Aprikosen-Vanillekuchen mal gebacken. Dort habe ich einen Guss, einen Vanilleguss. Den könntest du hier auch verwenden. Und dann hier einfach so punktuell darüber streichen. Das zieht dann richtig schön durch beim Backen, fließt das runter und wir haben das Aroma überall drin. Und zum Schluss packe ich mir die Streusel aus dem Tiefkühler. Die sind bei mir jetzt schon durchgefroren, weil wir hier mit einer kalten Butter gearbeitet haben. Und jetzt so wie Parmesan, einfach darüber reiben. Dann der Rest von außen auch noch schön verteilen und das sind coole Streusel, super einfach gemacht, wunderbar. Jetzt nicht mehr zu fest anfassen, sonst kann ich dir kurz zeigen, wenn du das wieder verdrückst, hast du hier dann gleich wieder einen Klumpen. Dann in den Ofen schieben bei 190 Grad Ober-Unterhitze, rein damit. Und goldgelb ausbacken. Nach 45 bis 50 Minuten kommt der Kuchen zum Ofen raus und guck dir das mal an. Richtig schön. Super rustikale Streusel oben drauf, extrem knusprig. Auskühlen lassen, dann wird das Ganze angeschnitten. Streuselkuchen ist zu 80% ausgekühlt, noch ganz, ganz leicht innen. Eine leichte Wärme, aber so schmeckt er am besten. Ausgeformt habe ich ihn. Der wird jetzt noch etwas gestaubt mit Puderzucker oder pulverisiertem Hello Sweetie, was du lieber machst. Dann kann ich hier schön reinschneiden, super knusprig. Und schau dir diesen super leckeren Kuchen an. Durch den zusätzlichen Joghurt gibt es hier noch so eine weiche, eher so schlotzige Stelle. Genau das wollen wir hier erreichen. Schneide ich nochmal rein. Guck dir mal an, wie super feucht das da drin ist. Es ist alles durchgebacken, es zieht noch etwas Feuchtigkeit in den Teig, also wenn es so eine kleine Stelle hat, das ist nicht, weil es zu wenig gebacken ist, der muss genauso sein. Extrem saftig, die Frucht im Vordergrund, dann kommt schon das Knackige, der Streusel unten, der Boden auch nochmal knackig. Extrem lecker, gebacken mit Urdinkelmehl. Besucht Urdinkel mal auf der Webseite, unterhalb vom Video gibt es alle Informationen dazu. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, schreib einen Kommentar, wirst du dieses Rezept hier nachbacken.
mit jeder Frucht möglich, ob in runder Form oder hier mal in dieser eher Blechkuchenform. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.